Tag, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um meine Duschgelsammlung. Und ich habe mal gezählt, es sind sage und schreibe 34 Duschgele. Und ich würde sagen, damit das Video nicht zu lange wird, starten wir gleich mit dem ersten Duschgel. Das sind 34 Duschgele. Die Kiste ist verdammt schwer. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das erste gleich raus. Das habe ich dieses Jahr gekauft auf jeden Fall. Das ist von Original Source, das Himbeer-Rhabarber. Finde ich vom Duft her richtig, richtig gut. Ja, einfach ein ganz, ganz toller, fruchtiger Duft. Eigentlich für den Sommer genau das Richtige, aber ich habe einige Duschgele, die für den Sommer geeignet sind. Ja, als nächstes hier von Far das Fiji Dream. Das ist mit Wassermelone im Ylang Ylang Duft. Das riecht auch so lecker nach Sommer. Auch ein ganz, ganz tolles Duschgel. Ja, dann haben wir hier etwas aus der Wintersaison. Und zwar ist es von Kneipp, das Eingekuschelt mit Sandelholz und Kardamom. Das riecht auch so lecker, aber es ist definitiv ein Winterduft und momentan eher nicht zum Duschen geeignet, wie ich finde. Ja, dann noch ein Winterduft und zwar Mandelmilchpflaume von Tee bei TTZ. Das sieht so aus. Die Tee bei TTZ Duschgele sind auch ganz, ganz super. Also die mag ich richtig, richtig gerne. Und das riecht auch so lecker, einfach nach Mandel. Und durch diese Mandelmilch riecht es auch leicht nach Marzipan, was halt so dieses Winterliche ausmacht. Und ich finde das auch richtig, richtig toll. Ja, noch ein Tee bei TTZ und zwar das 03 Aromadusche mit Gletscherwasser, Baumwolle, grüner Minze, weißer Tee und Edelweiß. Das ist dieses hier. Das ist aus dieser Michalski-Kollektion. Das ist auch so ein schöner Duft. Also auf den freue ich mich auch schon unter der Dusche. Ich habe ja bereits ein anderes Duschgel leer gemacht. Wenn ihr wissen wollt, welches das ist, dann schaut in mein letztes Aufgebraucht-Video vorbei. Ich verlinke euch das auch mal hier oben. Und ja, es sind auf jeden Fall tolle Duschgele. Und ich finde, die Haut wird dadurch nicht ausgetrocknet. Und deswegen mag ich diese Tee bei TTZ Duschgele auch sehr, sehr gerne. Als nächstes haben wir wieder einen Sommerduft. Und zwar von Alverde mit Bio-Litchi und Bio-Wassermelone. Das ist dieses hier. Und das werde ich jetzt auch demnächst mal aufbrauchen und ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller, fruchtiger Duft und wird als nächstes in die Dusche kommen. Noch ein Winterduft und zwar aus der Isana oder aus einem von Isana, so aus dem Rossmann. Warming Sugar Plum Duschgel mit süßen Pflaumen und Karamellduft. Also man merkt auf jeden Fall, Pflaume ist auch so eine Frucht, die mich sehr anspricht. Das ist so ein leckerer Duft, auf den freue ich mich auch schon in der Herbst- und Winterzeit. Dann von Balea dieses Born Too Lazy mit dem süßen Faultier. War auch eine ganz, ganz tolle LE. Das ist ein fruchtiger Duft. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wonach es riecht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und wird auf jeden Fall demnächst auch mit in die Dusche kommen. Ja, noch ein Sommerduft von Aveo, Himbeer-Aprikose. Das ist dieses hier. Die sind ja von Müller. Das ist so ein Duft, der so ein bisschen an Kaugummi erinnert. Ja, müsste ich jetzt eigentlich demnächst auch mal aufbrauchen. Weil den habe ich schon letztes Jahr gekauft. Genauso wie von Isana Young, die limitierte Edition Schauergel-Zauberei. Das ist dieses schöne Stück hier. Das riecht halt extrem süß und ich habe letztens das auch noch bei Rossmann stehen sehen. Also das könnt ihr, glaube ich, ganz normal kaufen. Das ist, glaube ich, mittlerweile in einem Standardsortiment drin. Ist auf jeden Fall ganz angenehm. Aber man muss auf extrem süße Düfte stehen. Ja, von Balea eine Dusche und Creme Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenduft. Und das duftet auch so gut. Deswegen musste ich das auch mitnehmen. Ist auch leider eine limitierte Edition gewesen. Also ihr merkt, ich habe fast nur limitierte Editions. Und ja, aber das riecht auch richtig, richtig gut. Also ganz, ganz tolle Duft. Und ich glaube, so in der Herbstzeit könnte ich mir das unter der Dusche gut vorstellen. Aus der Oktoberfestzeit LE habe ich dieses hier noch stehen mit Orangenblüten und Vanilleduft.
Auf jeden Fall, das ist ein Duft. Also ich kann irgendwie schlecht beschreiben. Also er riecht auf jeden Fall nach Orange. Die Vanille riecht man jetzt so nicht raus. Und ja, muss man aber auf jeden Fall mal unter der Dusche testen. Ja, in einer Box, ich glaube in einer Glossy Box, hatte ich von Body and Soul dieses Ayurveda Spa Ceremony mit wertvollen Reisextrakt drin. Das ist dieses hier, das ist ein Duschschaum. Da riecht man jetzt leider auch nichts. Ich habe auch von Müller noch keinen Duschschaum ausprobiert. Also ich kann gar nicht sagen, wie der Schaum von denen ist. Wird aber mit Sicherheit demnächst auch mal mit in die Dusche wandern. Ja, ich habe einiges für die Dusche. Dann das They See Me Rollin, das Duschgel, was man sich damals wählen konnte. Also man konnte wählen, was für ein Tier drauf ist, wie der Text heißen soll und was für eine Geschmacksrichtung drin ist. Und das ist ein Duft, der sehr süß ist und nach so künstlichen Beerenduft riecht. Also ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, aber wird auf jeden Fall auch unter der Dusche getestet. Dann ein Sweet and Salty von Isana mit kandierten Orangen und gesalzenem Karamellduft. Hat sich auch sehr, sehr interessant angehört. Und der Duft ist richtig angenehm. Also es ist ein angenehmer Orangenduft als das Oktoberfestzeit. Also der riecht so. Wie kennt ihr diese Softkekse, die in der Mitte mit so einer Gelee-Masse gefüllt ist? So riecht das. Ganz, ganz toll. Ja, von Nivea ein Seidenmousse. Himbeere und Rhabarber habe ich schon mal einmal aufgebraucht und jetzt hier nochmal in der Sammlung. Und ja, also Nivea-Schaum mag ich sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Schaum, es ist ein sehr, sehr schöner Schaum und der Duft ist halt auch richtig, richtig lecker. Von Dove, der Duschschaum, den habe ich noch nicht ausprobiert. Der ist mit Rosenöl. Man riecht jetzt hier leider auch nichts und hier steht auch drauf, dass man den gut für die Rasur auch verwenden kann. Ja, ich denke, der dauert aber noch ein bisschen, bis ich den mit in die Dusche nehme. Dann von Far das Shower Secrets von Nilam und das ist dieses Mugge und Bergamont Duft. Also das ist ein sehr, sehr schwerer Duft, den gebe ich mir auch für die Winterzeit auf. Und das ist so ein richtig, richtig schöner, schwerer Duft. Also den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich meine, es gibt von Far ein Deo, oder gab es das mal? Das habe ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr gerne verwendet. Das war auch so eine dunkle Verpackung, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Und so riecht es auch. Also sehr, sehr edler Duft, sehr, sehr schöner Duft. Sehr, sehr femininer, weiblicher Duft, wie ich finde. Also ganz, ganz toll. Und die Verpackung ist halt auch richtig schön mit diesem, ja, so einem Burgunderrot, ne? Aus einer Box hatte ich mal dieses Balea Melone drin. Das ist auch so ein richtig schöner, pappsüßer Wassermelonenduft. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, das Design schreit halt nach Sommer. Ja, dann hat mich, das war letztes Jahr irgendwann, Cindy vom Kanal Rosa87Lee mit diesem Duschgel hier angefixt und ich habe es mir natürlich auch gekauft. Ich habe es allerdings noch nicht verwendet. Ist das Traummomente Duschgel von Terra Naturi. Das denke ich mal, werde ich auch demnächst mal mit in die Dusche nehmen, weil alles, was Naturkosmetik ist, möchte ich jetzt demnächst als erstes aufbrauchen. Und das ist ein Duft. Na. Der erinnert mich so an diese roten oder himbeerfarbenen Fruchtzwerge. Ja, also so würde ich jetzt den Duft beschreiben. Also so riecht der für mich und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der unter der Dusche ist. Ja, noch ein Shower Secrets, was bei mir eingezogen ist, was ich glaube ich auch in meinen Favoriten schon hatte. Und zwar ist das Shower Secrets vom Shantytan, die Duschcreme mit Mandelmilch und Wassermelonenduft. Und da ist auch nicht mehr viel drin. Und das ist halt auch so ein
Der Duft ist so toll. Diese Mandelmilch und diese Wassermelone, das ist ein so, 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 so toller Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Und diese Far Shower Secrets gibt es, glaube ich, auch noch. Und ich werde mir von den beiden auf jeden Fall ein Backup holen, weil ich finde die richtig, richtig gut. Ja, wie wir in Luxemburg drüben waren, habe ich mir hier von Tahiti das Douche Moil Monoi geholt. Das ist dieses hier in dieser Verpackung. Und das ist auch so ein schöner Duft. Also, der riecht halt wirklich so nach Sommer. Also das ist so ein typischer Sommerduft, so ein fruchtig, ja fruchtig jetzt nicht, aber so blumig fruchtig irgendwie. Also so richtig angenehm. Also wer Monoi schon mal gerochen hat, der wird es wahrscheinlich verstehen und es riecht halt wirklich so lecker. Ja, noch eins, was ich mir in Luxemburg mitgenommen habe, was es bei uns gar nicht gibt. Und zwar von Garnier die Dusche hier mit Rose und Marzipan. Oder war das mit Marzipan? Das hat auch so ein richtig schöner Rosenduft. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Mag ich sehr, sehr gerne so Rosendüfte. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon, die mit unter die Dusche zu nehmen. Und wenn ich das nächste Mal, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir wieder in Luxemburg sind, aber ich werde mir da definitiv nochmal so Garnier Duschgel mitnehmen. Und dann habe ich hier von Le Petit Marseille Lais das Mille de Lavendel mitgenommen. Das ist dieses hier, auch in Luxemburg. Es gibt beim DM gibt's diese Marke mittlerweile, aber nicht dieses Lavendel. Und das ist halt auch so ein richtig schöner Lavendelduft, der so auch so seifig riecht. Also richtig, richtig schöner Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Noch ein Balea-Duschgel und zwar Himbeer-Litchi. Das habe ich mir dieses Jahr gekauft. Ich glaube, das gibt es auch aktuell noch. Das ist halt auch so ein richtig schöner, fruchtiger Duft, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Immer bei mir daheim ist dieses Nivea mittlerweile, das ist Pflegedusche, Creme Care, das ist einfach so ein schöner Nivea-Duft. Und zwischendrin mag ich das einfach sehr, 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 sehr gerne, das mit unter die Dusche zu nehmen, weil es einfach so ein schöner, sauberer Duft ist und ja, der erinnert mich halt einfach an früher, an die Zeit mit meiner Oma, mit meinem Opa und deswegen mag ich den einfach sehr, sehr gerne. Ja, Alverde Klostergarten, das gab es auch letztes Jahr und ich habe das einmal schon komplett geleert und habe es hier jetzt nochmal, das ist dieses Klostergarten, das riecht auch so, also so ein toller Kräuterduft, mag ich richtig, richtig gerne, die Minze kommt halt auch richtig durch, beziehungsweise nicht die Minze, die Melisse. Und ja, ganz, ganz toller Duft, mag ich sehr, sehr gerne und freue ich mich auch schon, mit dem wieder zu duschen. Auch einmal fast aufgebraucht ist, ich habe mir in meiner Sporttasche, ist hier von Pflegedusche Wohlfühlmomente Alverde, Bio Lavendel und Bio Olive. Das ist jetzt nochmal ein Backup, also das nochmal komplett voll und das ist auch so ein richtig schöner Lavendelduft. Also ich liebe Lavendelduft. Also ich habe auch auf meinem Balkon Lavendel gepflanzt, weil ich den einfach so, 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 so gerne mag. Und deswegen mag ich solche Duschgele, wo Lavendel drin ist, sehr, sehr gerne. Und ja, auch gerne einfach, um abends zu duschen, weil ich finde, Lavendel hat so eine beruhigende Wirkung. Und ja, mag ich deswegen sehr, sehr gerne. Ja, die No Drama Llama Edition, die gab es ja im November oder Dezember. Und die riecht halt nach Weihnachten. So ein bisschen zimtig, vanillig. Ja, einfach so ein richtig schöner weihnachtlicher Duft und wird auf jeden Fall in die Wintersaison mit aufgenommen. Ja, in meiner letzten Schön für mich Box von Rossmann war dieses schöne Duschgel hier drin. Und das ist das Duschstas. Ich fühle mich traumhaft mit fruchtig blumigem Duft. Also man kann hier leider nicht dran schnuppern. Irgendwie. Nee. Ja, weil hier oben ist so ein Verschluss, dass nichts rausläuft. Und wenn ich den drücke, dann spritzt immer so ein kleiner Sprüher raus. Und ich habe keine Lust, den in meinem Gesicht zu haben. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so ist.
Ja, dann kommen wir noch zu drei Dresden Essenz Duschgelen. Und da habe ich einmal hier Ich bin, wer ich bin mit dem Koala-Bären. Das ist ja diese Limited Edition. Ich weiß nicht, ich glaube, teilweise gibt es sogar noch in den Rossmännern. Und das war dieser, ich glaube, so Eukalyptus-Duft ist das hier mit drin. Riecht richtig erfrischend und wirklich so ein belebender Duft, wie ich finde. Also ja, so beschreibt es ja auch. Dann M und dann, ja, als nächstes haben wir hier das Ich date die Gemütlichkeit mit dem kleinen Lama drauf. Das ist auch mega süß gemacht. Und das ist so ein schöner, warmer Duft. Ja, das ist so ein richtig schön süßer, warmer Duft irgendwie. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und freue ich mich auch schon drauf, den mit unter die Dusche zu nehmen. Und von Dresden Essenz nochmal. Ich und ich, ein super Team, Pflegedusche mit fruchtig-fröhlichem Duft. Das ist dieses hier mit dem kleinen Erdmännchen drauf. Und das glaube ich, also ich kann es nicht genau beschreiben, wonach das es riecht, aber es riecht sehr, sehr angenehm. Und wenn ihr dran schnuppern könnt und die noch bekommt, dann schaut sie euch an. Also ich finde die Düfte von denen, von der Limited Edition sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt noch ein Dresden Essenz Produkt. Und zwar habe ich das vor kurzem im Sale beim DM gekauft. Das war ein ganzes Set mit einer Maske, einem Lippenpflegestift, einer Bodylotion und diesem Duschgel hier. Das ist dieses hier. Und davon gibt es ja auch ein Badesalz. Das heißt der Tag am Meer. Das habe ich mir übrigens auch nochmal geholt. Und das ist ein Duft, der riecht nach Urlaub. Ohne Witz. Der riecht so ein bisschen nach Sonnencreme und nach so einem typischen Meeresduft irgendwie. Also ja, einfach richtig, richtig gut. Und das Bild drauf ist einfach richtig, richtig schön. Und ich habe auch gesehen, Dresden Essenz hat übrigens einen Online-Shop. Habe ich letztens gesehen. Und da gibt es die Tube auch in groß. Und ich glaube, ich werde mir den bestellen, weil der riecht so, so gut. Ja, mega. Also wenn ihr das Set bekommen könnt, also es wird gerade momentan bei vielen DMs abverkauft für 5 Euro, dann schaut es euch an und wenn ihr möchtet, nehmt es mit. Ich finde es klasse. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt durch mit den 34 Duschgelen. Und ja, mein Projekt für dieses Jahr ist, ich möchte maximal nur noch 10 Stück im Backup haben, weil es ist einfach viel zu viel und man möchte auch immer Neues ausprobieren. Und ja, jetzt muss erstmal, also mein Ziel ist jetzt erstmal Naturkosmetik Duschgele aufzubrauchen und die Sommerdüfte, damit ich im Winter dann mit den Winterdüften starten kann. Und ja, aber ich finde sie richtig, richtig gut und deswegen duften sie auch alle mit. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Dusche bin und mir eine kleine Auswahl zusammenstellen kann zwischen fruchtig, süßen und einfach sauberen Düften. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was euer absolutes Lieblingsduschgel ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!